Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Und diesmal haben wir den 10. Part für euch am Start und deswegen gibt es jetzt mal eine Überraschung. Also, das erste, was euch vielleicht auffällt, ist es 4 zu 3. Und zweitens, kennt ihr das Dorf noch nicht? Und das ist jetzt unser guter Account, der auch in dem Clan ist, mit dem wir uns die ganze Zeit schon Truppen spenden. Genau, wir werden jetzt hier gleich mal mit diesen Truppen hier angreifen. Der Golem, der ist wie ein Riese, hält halt viel mehr aus. Und er spaltet sich auch noch in mehrere Golems dann auf. Ja, wie man hier sieht. Ja, es gibt dann zwei Golems. Die kommen dann raus. Die sind halt nicht ganz so stark. Aber tankt auch nochmal sehr viel. Und ja, die kann man halt in der dunklen Kaserne ausbilden. Ja, das hier sind die dunklen Kasernen. Hier haben wir auch noch dunkle Elixierbohrer und das dunkle Lager. Genau, da würde ich sagen, greifen wir gleich mal an. Warte, Genau. und noch hier haben wir den Barbarenkönig. Sieht man hier, der läuft hier halt überall rum. Ja, und der greift auch noch mit an. So, jetzt können wir angreifen. So, uns kostet das Ganze auch schon mehr. Und zwar 580 Gold. Das ist schon deutlich mehr als einen anderen Account. So, warte mal kurz. Jetzt könnt ihr uns besser hören. Seht schon, die sind alle saugut. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut, wenn es noch länger dauert, die Suche. Die kann manchmal lang dauern. Ah, es geht schon. Alter, viel zu gut, die ganzen Leute. Alter, Rathaus Level 9. Ja. Aber das sieht jetzt gar nicht so stark aus. Ja, ist ein Rusher. So, jetzt haben wir die Golems gesetzt und die starken Magier. Die habt ihr auch schon miterlebt. So, Baba King gesetzt. Das, was ihr hier gesehen, das Lilane ist ein Wuttrank, dadurch werden die Truppen erstmal doppelt so groß, machen dann auch mehr Schaden und sind noch mal ein bisschen schneller. So, der Ja, der Barbarenkönig. Barbarenkönig. Hier unten seht ihr schon so eine Faust. Den setzt er aber noch nicht ein. Das ist die Spezialfähigkeit von dem. Sehr gut, dass die So eine Riesenbombe. ausgelöst wurde. Schon von den Golem anstatt von den Magiern, weil sonst wären die weg. Und jetzt seht ihr da auch schon, hier ist der normale Golem und da haben wir zwei Mini-Golems. Ein Mini-Golem. Das sieht man schlecht, weil da die ganze Zeit der Minenwerfer entschlägt. So. Dann würde ich sagen, lösen wir jetzt zwar die Fähigkeit aus, oder? Nee, noch nicht, noch Warte, nicht. noch ein Erst bisschen bei warten. Hälfte der Leben eigentlich. Ja, weil dadurch heilt er sich auch ein bisschen. Immer noch nicht. Mann, warum haben die denn den Bogenschütz platt gemacht? Ich will die Fähigkeit endlich einsetzen. Bei Minenwerfer ist Nochmal. auch down. Keiner geht aufs dunkle Elixierlager. Das ist schlecht. Ja, wir haben. Aber die Fähigkeit vom Barbaren gibt es auch erst ab Level 5. Also der hat nur ein Level 2. Ja, er spawnt 5 Barbaren. Hat einen so einen Wutring um sich rum, der aber nicht so lange hält. Und er heilt sich ein bisschen. Das ist die spezielle Fähigkeit. So, die da gehen durch. Haben wir sonst noch irgendwelche Truppen? Nur leider nicht. So, ihr seht schon, der ist jetzt verwirrt, weil er tot ist. Und für den muss man nichts zahlen, dass man ihn wieder mitnehmen kann. Also kein Elixier. Aber er muss sich erst wieder regenerieren. Und es dauert halt eine Weile. Ja, wir können jetzt eigentlich schon mal aufgeben, weil viel machen die eh nicht mehr jetzt. Ja, die gehen das sowieso nur auf Abwehr. So, wir haben doch schon relativ viel zerstört, dafür, dass der Rathaus Level 9 Ja. ist. So, jetzt brauchen wir mal ein paar Tränke.
und bilden gleich mal andere Truppen aus. Ich weiß ja nicht, wie wir es jetzt machen werden, aber vielleicht werden wir es so machen, dass wir irgendwie in jedem fünften Part, also immer, ja, 10, 15 und 20, dass wir da immer mit einem guten Dorf angreifen. Genau. Ja, Gold fehlt uns jetzt noch ein bisschen was, sonst hätten wir noch eine Mauer aufbessern können, oder? Ja, können wir noch. Ja. Jetzt noch nicht ganz Sammler holen. So, und ihr seht schon auch, Genau. das kostet hier jetzt alles sehr vieles aufbessern. Und allein dann von Level 8 auf Level 9, da kann man jetzt entscheiden, ob man Geld oder Elixier verwenden will. Das kostet immer noch 1 Million. Und das ist schon, das ist doch sehr viel, auch für so ein hohes Level. Also Mauern kosten hier schon am meisten. Und hier seht ihr eben auch ein paar andere Preise. Ja gut, es ist jetzt eine Sprungfalle, aber Magierturm. 2 Millionen fast. Das ist schon ultra viel. Dauert auch schon übel lange, bis man mal alles aufgebessert hat. Wollen wir mal einen Cut machen und noch einen Angriff? Können wir gerne machen. Da wir erst Ja, bei, genau. ja, 6,5 Minuten sind. Ja, wir machen einen Cut und sehen uns gleich. Ja. Jo, wir sind wieder da. Nach dem kurzen Cut. Und ja, wir greifen gleich an. Oh, ich bin so stark. Ja. Truppen sind jetzt nicht so gut wie gerade eben. Das liegt aber daran, dass die Truppen von gerade eben ziemlich teuer waren. Ja, und jetzt sind es mehr solche Truppen, wo du halt mal farmen kannst. Schon raus, die 10er werden uns vorgeschlagen. Man kann es auch Alter, es übertreiben. kommen gar keine Achter mehr fast. Oh, ein Achter. Ganz was Neues. Ich glaube, greifen wir jetzt einfach mal an, oder? Ja, kann man machen. So, alle Truppen sind gesetzt. Trinken, warten wir noch kurz. Herzlich frequentiert. Aber egal. Oh, es sieht schlecht aus. Was ist das für ein? Ja. Aber wir haben ja auch sonst andere Truppen. Ja. Verdient noch was, yay! Wow. Bitte. Ja gut, das war jetzt ein ziemlicher Fail. Aber das waren immerhin nicht so gute Truppen, die wir hier mit verschwendet haben. Gut, dann sagen, das war's auch schon wieder für diesen Part, oder? Ja. Also, wie immer. Ihr könnt in unseren Clan kommen. Das Clan-Kürzel steht in der Kanalinfo und wahrscheinlich auch noch in der Videobeschreibung. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und ciao. Ciao.